neuen Medien und vor allem die Computer so fabelhaft schnell die persönlichen Daten eines jeden Bürgers in diesem Land nicht nur erfassen und speichern, sondern auch weitergeben können. Fremde Computer heimlich anzapfen ist schon so etwas wie ein Sport bei jugendlichen Spezialisten geworden. Man nennt sie auch Hacker. Wo hört der Sport auf und wo fängt die Kriminalität an? Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung hat heute in Köln eine Fachtagung begonnen. Und da gibt es jetzt ein ganz neues Thema: Bildschirmtextsicherheit. Das heißt, man will verhindern, dass über den Bildschirmtext, BTX, fremde Daten geklaut oder sogar heimlich verändert werden. Das ist nämlich bisher noch möglich. 600 Datenschutzfachleute diskutierten in Köln über die informationelle Selbstbestimmung. Währenddessen wird in einem Hinterzimmer ein anderer Experte tätig. Wau Holland, Mitglied im Chaos Computer Club Hamburg, ein sogenannter Hacker. Er kann beweisen, dass es mit der Sicherheit der Daten und der Nutzer oft nicht weit her ist. Irgendwo ist jeder Hacker. Jeder hat so seine Tricks im Alltag, mit der Technik umzugehen. Es gibt tausend Kleinigkeiten im Alltag, wo es wichtig ist, mit Technik möglichst effektiv und ohne Angst und einfach sicher umzugehen. Und das ist irgendwo was Zentrales beim Hacken. Wau Holland ist inzwischen für mehrere Firmen als Berater tätig. Datenschützer und EDV-Anwender schätzen seine Dienste. Sie wollen Schwachstellen in ihren Systemen aufspüren. Tricks und Tipps für ihren eigenen Spaß veröffentlichen die Hamburger in ihrer Datenschleuder. Viele Leute halten Hacker ja fast für kriminell. Wie sieht man das denn, wenn man selber einer ist? Die Datenschleuder zum Beispiel, die wird an die Abteilung Computerkriminalität beim Bayerischen Landeskriminalamt geschickt. Den Herrn Paul kenne ich und das ist ein freundlicher Mensch. Da haben wir nichts zu verbergen. Wir machen irgendwo andere Sachen und haben andere Interessen, aber man kennt sich eben. Als Fundgrube für Hacker gilt zurzeit das BTX-System der Bundespost. Die rund 8000 Benutzer werden dies nicht so gern hören. Grundsätzlich ist BTX nicht sonderlich sicher. Ich bin jetzt durch einen Freund ziemlich eng damit konfrontiert und sehe, was da läuft. Und das sind derartig katastrophale Schwächen einfach in der Software, wie ich sie in keinem anderen öffentlichen Rechnersystem bisher erlebt habe. Womit muss der BTX-Nutzer denn im schlimmsten Fall rechnen? Mit ein paar hunderttausend Mark Schaden, wenn irgendjemand sein Kennwort rauskriegt und auf dem Kennwort einfach gebührenpflichtige Seiten aufruft. Das ist etwa zwischen 10.000 und 30.000 Mark pro Stunde kriegt man da zusammen, wenn man einfach nur auf ein und dieselbe Taste drückt. Und dann demonstriert Wau Holland der staunenden Fachwelt, wie kinderleicht BTX zu knacken ist. Das ist ein DBT03, eine Bildschirmtextanschlussbox. Die wird von der Post installiert, wenn man ein Bildschirmtextgerät anschließt. Innen drin befindet sich ein Bauteil mit der geheimen Teilnehmerkennung. Und deshalb ist von der Post hier unten eine Plombe drauf, die verhindern soll, dass das Gerät geöffnet werden kann, ohne dass es dabei irgendwie beschädigt wird. Aber mit einem einfachen Heftstreifen und einem Schraubenzieher lässt sich das Gerät an der anderen Seite aufmachen, ohne dass es beschädigt wird. Das Gerät kann man dann mit einem Heimcomputer oder einem Prom-Lesegerät auslesen. Dann hat man die Teilnehmerkennung. Dann kann man da ein anderes Bauteil machen, wo man eine andere Kennung reinschreibt und damit auf einer fremden Kennung an BTX teilnehmen. Das ist recht witzig überlegt, das Gehäuse, um es gegen unbefugtes Öffnen zu schützen, aber die Leute haben eben nicht dran gedacht, dass man es mit solchen Heftstreifen machen konnte. Zu BTX hat Wau Holland noch eine Menge Tricks auf Lager, doch die wollen wir hier nicht verraten. Der Postminister würde es uns sicher übel nehmen. Was sind die Datenschützer denn für Sie, Freund oder Feind? Erstmal sind es Menschen mit dem falschen Namen. Denn es geht nicht darum, Daten zu schützen. Unser gemeinsames Interesse ist es, Menschen zu schützen vor Missbrauch von Daten.